Willkommen beim EOM Kaffeehaus, der Podcast für ein Business nach eigenem Standard. Mit Kopf, Herz und ein bisschen Wiener Schmäh. Und hier ist dein Gastgeber, Benedikt Alfeld. Ich bin schon ganz gespannt, von dir zu hören, wer diese Sandra Heim denn so ist und was sie so macht, weil ich habe schon einiges von dir online gefunden. Ich finde, einen sehr einprägsamen Namen hast du da gewählt, nämlich die Mama-Revolution. Stell dein Licht auf den Scheffel. Ja, und das würde mich sehr interessieren. Ich glaube, alle, die zuhören auch. Was machst du eigentlich so? Wer bist du? Und vor allem natürlich auch, wie kam es dazu, dass du das heute machst? Da steckt ja vielleicht eine persönliche Geschichte dahinter. Ich weiß nicht. Ja, definitiv. Also Mama Revolution gäbe es jetzt nicht, ohne dass ich selber Mutter geworden bin. Und ich fange einfach mal an, indem ich mich kurz vorstelle. Also ich bin Sandra Heim, ich bin die Gründerin von Mama Revolution. Und das Ziel von Mama Revolution jetzt im ersten Schritt ist es, Mütter dabei zu unterstützen, ihr eigenes Business voranzubringen, so dass sie eben genug Zeit für die Kinder haben und gleichzeitig ihre finanzielle Unabhängigkeit wieder aufbauen und auch Chancen haben, ihr berufliches Potenzial voll zur Geltung zu bringen. Das ist jetzt momentan der Fokus von Mama Revolution. Und soll ich dir jetzt gleich erzählen, wie ich dazu gekommen bin, das zu gründen? Was? Ja, mich würde es vor allem jetzt vielleicht so ein bisschen dir eine unternehmerische Geschichte beleuchten kannst. Hat dir das einfach spontan durch die Idee entwickelt, dass du Mutter wurdest und darüber schreiben willst? Oder war da auch unternehmerische Idee dahinter? Was hast du gemacht vor dieser Webseite? Wie schaut das aus? Ja, also dann, ich fange mal kurz an mit meinem unternehmerischen Werdegang. Also sozusagen, dass dieses unternehmerische Blut in mir steckt, ja, oder dieser Drang, wirklich Träume zu verwirklichen, das habe ich eigentlich erst nach dem Studium verstanden. Ich bin studierte Sprach- und Literaturwissenschaftlerin und nach dem Studium war ich so an dem Punkt, wo ich dachte, okay, gut, was mache ich jetzt mit diesem Studium? Und habe gemerkt, alle Optionen, die so offen standen, kamen für mich eigentlich gar nicht in Frage. Ja, so jetzt festangestellt in einem PR-Job, irgendwo von 9 to 5 am Computer sitzen, für irgendjemanden anderen, nicht für mich selbst. Das hat sich irgendwie alles total komisch angefühlt. Und dann, dann war ich erstmal wirklich in so einer richtigen Findungskrise und dann irgendwann war klar, okay, im Großen und Ganzen ist klar, was ich will. Ich will schreiben, ich möchte mein erstes Buch veröffentlichen und das mache ich jetzt einfach. Und den Weg habe ich dann so finanziert mit Nebenjobs im Kellnern und habe eine mobile Absintbar damals mit meinem Ex-Freund gegründet. Das war eine totale Pleite, aber unternehmerisch haben wir auch ganz viel gelernt. Und dann ich wusste irgendwie, dass das wird, weil ich so diesen inneren Ruf total verspürt habe. Und dann war es wirklich so, dass der zweite Verlag gesagt hat, okay, gut, uns gefällt das super gut. Wir wollen dein Buch veröffentlichen. Du kriegst sogar einen Vorschuss von uns. Das war total ungewöhnlich. Und da habe ich einfach für mich persönlich die Erfahrung gemacht, okay, Träume erfüllen ist möglich, ja, wenn das wirklich tief aus einem herauskommt und dieser Wunsch entsteht. Und das hat mir ganz viel Selbstvertrauen gegeben, einfach so überhaupt in diesem ganzen unternehmerischen Weg, ne? Und dann habe ich mich als Journalistin selbstständig gemacht, habe irgendwann eine Zeitschrift für gute Nachrichten geleitet, habe dann festgestellt, dass der Gründer von diesem Verlag und ich, also das wurde uns beiden nach einigen Jahren plötzlich schlagartig klar, dass wir zusammengehören. Dann habe ich ihn geheiratet, bin schwanger geworden und und dann war unsere Tochter, also am Anfang, also das ist dann eigentlich der Punkt, wo Mama Revolution angefangen hat, als dann unsere Tochter auf der Welt war, habe ich halt gemerkt, okay, diese ganzen Freiheiten, die ich vorher hatte, waren mit einem Schlag dahin, ja. Also meine Mutterinstinkte waren total aktiv. Ich wusste, ich will alles dafür geben, dass es diesem kleinen Wesen in meinem Arm immer gut geht. Aber wie verbinde ich das, also wie kriege ich meine beruflichen Ambitionen da noch unter einen Hut, ne? Und gleichzeitig ist die Firma von meinem Mann in eine ganz herausfordernde Situation gekommen und ich musste über Nacht mehr oder weniger als Geschäftsführerin einspringen. Habe dann mit Maga im Babybjörn irgendwie so die ganze Firma umstrukturiert und da gemerkt, irgendwie Unternehmerschaft und Mutterschaft
passt eigentlich super zusammen. Und so ist dann Mama Revolution entstanden. Und ich bin eben der Meinung, dass ein eigenes Business wirklich ein super Weg ist, um beides irgendwie zu leben. Ja, diesen Mama-Instinkt, man will einfach bei seinem Kind sein, man möchte das nicht so früh abgeben und gleichzeitig will man aber auch alle anderen Talente und auch den Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit nicht total aufgeben. Und so kommt das halt im eigenen Business total zusammen. Das finde ich total schön. Danke vielmals für diese detaillierte Geschichte. Das heißt, ich habe so ein bisschen recherchiert. Also dein erstes Manuskript, das war ja, oder dein erstes Buch, das war ja dieser Meerjungfrauen-Virus. Ja, genau. Mhm. Und das heißt, von Anfang an quasi hatte ich immer schon so ein bisschen die Leidenschaft zum Schreiben auch angetrieben. Habe ich das richtig rausgehört? Das stimmt, genau. Ja, das geht mir persönlich zum Beispiel ähnlich. Ich habe auch immer sehr, sehr gerne geschrieben. Ich habe auch schon Bücher veröffentlicht. Ja. Und natürlich jetzt nur von Büchern zu leben, das gelingt nicht unbedingt jedem. Nee, ich dachte am Anfang, das wäre ganz einfach. Aber dann habe ich gemerkt, so, oh, mein Buch ist draußen und man muss irgendwie eine ganze Menge tun, damit man davon leben kann. Und ja, genau. Also man muss einen Bestseller schreiben, dann klappt das. Aber das ist mir bisher noch nicht gelungen. Aber in der Zukunft vielleicht, hoffentlich. Drück die Daumen. Danke. Schreibst du auch Sachbücher oder Fachbücher oder zum Beispiel Bücher rund um das Thema Unternehmertum und als Mutter sein oder... Also so diese unternehmerischen Tipps, da mein Blog, der fokussiert sich da drauf. Ne? Da schreibe ich ja jede Woche irgendwie so kleine Mini-Coachings, nenne ich das. Und die Bücher, das zweite Buch, das ich veröffentlicht habe, da habe ich einfach so Interviews zusammengestellt, die ich mit prominenten und nicht prominenten Menschen geführt habe, über die Art und Weise, wie sie ihre Träume verwirklicht haben. Manche unternehmerisch, manche nicht unternehmerisch. Und da in dem Buch habe ich das alles so zusammengestellt. Also das war jetzt kein Sachbuch, sondern einfach Leute erzählen davon, wie sie ihre Träume wahrgemacht haben. Und jetzt bin ich gerade dabei mit einer anderen Autorin aus Wien übrigens auch. So ein Zufall. Ja, also Wien ist irgendwie, ich weiß nicht was, ich kenne da so viele tolle Leute. In Wien ist irgendwie was. Ich habe noch nicht herausgefunden, was, aber irgendwas Gutes. Und wenn ihr nicht nach Wien kommt, dann kommen wir zu euch. Aber im positiven Sinne, bitte. Ja, schön. Und mit der schreibe ich jetzt gerade im Buch darüber. Und das ist so das Thema, das ich da bei mir wie so ein roter Faden durchzieht. Geht es auch darum, Frauen noch mehr in ihre Kraft zu bringen und besonders Mütter. Also wir wollen ein Buch darüber schreiben, in dem wir Frauen dazu ermutigen, mit Eintritt der Schwangerschaft nicht ihre Macht abzugeben an den Arzt. Wir Frauen sind so unabhängig. Wir können den Partner unserer Wahl wählen, den Beruf unserer Wahl wählen. Also wir haben so viel erreicht in den letzten 100 Jahren. Aber beim Thema Schwangerschaft ist es dann oft so, dass man dann oder viele denken so, okay, jetzt ab sofort entscheidet Ultraschall und der Arzt was Gutes für mein Kind. Und wir wollen irgendwie zeigen, was sind die Konsequenzen davon, wenn man irgendwie da nicht seiner Intuition vertraut und sich verunsichern lässt von den Ärzten. Und wollen Frauen dazu auffordern, mehr auf ihre Intuition zu hören und auch ihre Grenzen zu setzen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das ist mein Kind und ich entscheide, wie das auf die Welt kommt. Sehr schön, man merkt, du bist sehr beschäftigt damit und auch beschäftigst dich auch anscheinend bewusst damit, ganz gezielt präsent zu sein oder zumindest deinen Fokus zu halten, habe ich ein bisschen den Eindruck. Ja, definitiv. Das ist ein ganz wichtiger Teil von meinem Leben. Ja. Mhm. Ist ja auch ein wichtiger Aspekt, wenn man Unternehmerin ist. Dass man, vor allem, wenn es eben, ich sag's mal ganz böse, aber ich kenne das auch als Aussage von vielen anderen Unternehmerinnen, die Kinder bekommen haben. Ja. Teilweise gewollt, teilweise ist es halt passiert, meine Güte. Und dann sagen, naja, es ist schon eine große, nicht nur Umstellung, das hört man ja immer wieder, sondern es ist halt auch eine gewisse Ablenkung dabei. Man ist gewöhnt, man ist in seinem Alltagstrott, man macht seine Routine, seine Rituale, es funktioniert alles und läuft und plötzlich kommt das Kind. Absolut, ja. Wie würdest du jemandem raten, seinen Fokus zu halten oder zumindest so zu teilen, dass es natürlich beides bestmöglich funktioniert? Kann man natürlich im Individualfall einfacher machen als allgemein, das weiß ich schon. Aber vielleicht hast du irgendwie eine Idee, wie man das machen könnte? Ja, klar. Also ich meine, gut, das ist natürlich immer so dieser Spagat zwischen Theorie und Praxis. Ne? Theoretisch kann man natürlich die besten Tipps geben. Und praktisch sieht das dann teilweise, also gerade so in den ersten Monaten als Mama schon anders aus. Ne? Wenn man stillt und plötzlich kann man eben keinen klaren Gedanken mehr fassen. Also ich weiß noch, ich bin damals, als ich gestillt habe, ins Auto gestiegen und ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ist der Blinker, wie funktioniert überhaupt Autofahren so ungefähr. Ja? Weil man kriegt ja total viele Nährstoffe entzogen durch das Stillen.
Und das ist kurzfristig einfach, ist man da teilweise nicht mehr bei so klarem Verstand. Ne? Und ich sehe das jetzt auch, wenn ich andere Mamas treffe, die stillen, die sind manchmal so ein bisschen wirr. Und dann denke ich, oh mein Gott, die stillt, jetzt weiß ich, was los ist. Ne? Und also den Fokus zu halten, was ich beispielsweise gemacht habe, ist, ich habe mir morgens meine Zeit genommen, ich habe meinem Mann unser Kind, unser Baby in die Hand gedrückt und bin erstmal eine halbe Stunde bei uns im Schlafzimmer verschwunden und habe mich wirklich fokussiert. Ne? Also es gibt so verschiedene Techniken, die ich da anwende. Eine Sache ist einfach wirklich in die Mitte einer Kerzenflamme zu starren. Das klärt den Geist total. Und das habe ich gemacht. Und ich glaube, hätte ich mir diese halbe Stunde morgens nicht genommen, dann wäre ich untergegangen in der Zeit. Also, weil, ja, so, man ist irgendwie immer in so einem, man ist eigentlich ständig mit dem Kind beschäftigt und man kann so viele Gedanken nicht zu Ende denken, weil immer wieder was dazwischen kommt. Und diese halbe Stunde hat mir wirklich die Kraft gegeben, dann auch einfach das, ja, einfach damit leben zu können. Ne? Mhm. Hört sich jetzt irgendwie so, hört sich jetzt an, als wäre es eine Qual gewesen. Also überhaupt nicht. Ich habe diese Zeit auch total. Da wollte ich nämlich gerade nachfragen. Also das, natürlich, klar gibt es Stolpersteine, aber was hat dich motiviert, weiterzumachen? Was hat dich so angetrieben? Weiterzumachen mit was meinst du jetzt? Naja, sowohl unternehmerisch voranzukommen, als auch gleichzeitig natürlich jetzt ein Kind großzuziehen und sich um die Familie zu kümmern. Ja, also viele sagen oft, eines davon ist mir schon genug Arbeit. Ja, also genau. Also vielleicht, tut mir leid, wenn sich das jetzt gerade irgendwie so nach Qual angehört hat. Also das war nicht so. Diese Liebe, die als Mama auf einmal da ist, die ist so bedingungslos. Ja, das ist eine Form von Liebe, die habe ich vorher nie kennengelernt. Und das ist irgendwie so auch das große Geschenk, ne? Dass man dieses kleine Wesen hat. Und es ist einfach unglaublich zu sehen, wie ein Wesen wächst und wie es so unschuldig ist und lacht. Und da wird man natürlich auch, da macht man das natürlich auch gerne. Ne? Gleichzeitig finde ich, okay, jetzt komme ich ein bisschen vom Thema, aber nur ganz kurz, dass man als Mama heutzutage aber auch irgendwie gesellschaftlich schon schnell ins Abseits kommt, wenn man sich voll auf sein Kind einlässt und seine Karriere erstmal völlig an den Nagel hängt. Ne? Und das ist so ein Gefühl, wenn man gerade einfach so unabhängig war, damit muss man erstmal klarkommen. Ne? Und ich glaube, das ist es, was manchen, also das sehe ich auch an Klientinnen von mir, dass manche hätten vielleicht den Wunsch, einfach sich voll auf ihr Kind einzulassen, aber dann diese Konsequenz, dass man dann in diesem gesellschaftlichen Abseits landet, mit dieser Konsequenz möchte irgendwie keiner leben. Ne? Und was war jetzt ursprünglich deine Frage? Also wie habe ich weitergemacht? Ja, das war eigentlich so, je älter die Kinder werden, desto mehr Freiheiten bekommt man. Und ich habe einfach versucht, das, was möglich war, umzusetzen. Also als ich noch in der Firma von meinem Mann dann alles umstrukturiert habe, das war eigentlich relativ einfach, weil ich hatte Marga bei den Personalgesprächen dabei, bei den Teamsitzungen. Und war einfach immer im Maxi-Cosi oder im Babybjörn dabei, war happy, ja, und ich konnte meine Gespräche führen und auf die Art und Weise das Unternehmen lenken. Und dann ist sie irgendwann in den Kindergarten gekommen. Also ich bin so eine Mama, ich lasse mein Kind nicht so gerne los, ja, das Kita oder sowas, das kam für mich nicht in Frage. Ich habe sie dann mit 3 in den Kindergarten gegeben und das war dann eigentlich jedes halbe Jahr bringt wieder mehr Freiheiten. Und das, was ich mache, ist wirklich, dass ich die Zeit, die ich habe, definitiv beschütze wie ein Löwe und die dann auch sehr gut durchplane, so dass ich einfach weiß, okay, in der Zeit, die ich habe, komme ich auch wirklich voran. Ne? Okay, das heißt einfach sich klare Prioritäten setzen, ziehen und dann auch dran halten. Ja, genau. Schön. Du hast jetzt angesprochen vorher, dass du natürlich durchaus auf deine unternehmerischen Tipps weitergibst auf deinem Blog. Mhm. Da gehört wahrscheinlich auch Marketing dazu. Ja, klar. Kann man ja auch machen als Unternehmerin. Und weil du so mit Büchern dich ein bisschen auskennst und das ja auch als Chefredakteurin teilweise und als freie Journalistin machst, hast du vielleicht Tipps für unsere Zuhörer, wenn du sagst, die wollen ein Buch rausbringen, sei es jetzt im Eigenverlag oder die suchen einen Verlag oder vielleicht ist es einfach nur ein E-Book, ein Report, der ein paar Euro kosten soll, um Menschen für das Thema, das man halt bewirbt oder das man sich ausgesucht hat für sich selbst, zu begeistern. Was könnten die machen, damit das Buch sich verbreitet oder vielleicht sogar besser verkauft? Ja, also mit E-Books habe ich jetzt noch keine Erfahrung gesammelt, also beziehungsweise mit E-Books, die man dann, ich habe ein kostenloses E-Book auf meiner Internetseite als Opt-in, aber ich habe jetzt noch keine E-Books
also bei Amazon veröffentlicht oder sowas, ne? Aber für den Printbereich, was ich absolut empfehlen kann, ist ein kleines Büchlein von einem Herrn, der heißt Dirk Meinecke. Und das Buch heißt Von der Buchidee zum Bestseller. Der war lange Lektor in großen Verlagen und hat dann seine ganzen Erfahrungen zusammengepackt in diesem Buch. Und ich bin damals genau nach seiner Vorgehensweise vorgegangen und habe sozusagen dieses Exposé nach seinen Angaben geschrieben. Und deswegen glaube ich, war das auch so, dass prompt der zweite Verlag wirklich Ja gesagt hat. Weil man hat ja immer so den Eindruck, oh Gott, es ist so schwer, ein Buch zu veröffentlichen. Aber Fakt ist, jeder Verlag freut sich, wenn frische Ideen an die Lektoren herangetragen werden und wenn dann Autor kommt mit Potenzial, der dann auch noch wirklich gut strukturiert darlegen kann, was der Inhalt des Buches ist, wer die Zielgruppe ist, was der Nutzen für den Leser ist und warum der Autor die beste Person ist, um dieses Buch zu schreiben. Und wenn man das klar darlegt, dann hat man auf jeden Fall im Printbereich, denke ich, eine Riesenchance, da einen guten Verlag zu finden. Ja, ich glaube sogar, dass das auch im Online-Bereich und bei Online-Verlagen durchaus. Ja, mit Sicherheit, klaro, ja. Mhm, ja. Genau, und ja, und ansonsten denke ich, heutzutage ist das natürlich, wo man online so viele Leute erreichen kann, durch den Blog und sowas, natürlich auch einfacher. Ne? Also ich habe das damals, als das Buch rauskam, einfach über Lesungen, also selber Lesungen organisiert, zusammen mit Buchhandlung und sowas. Ne? Heutzutage kann man ja dann online irgendwie, man kann ja auch letztendlich, könnte man ja auch Online-Lesungen anbieten zum Beispiel oder sowas. Ne? Dann kann man sich ja auch ganz kreativ eigene Sachen ausdenken. Coole Idee, das gibt es noch gar nicht. Es gibt Webinare, aber es gibt keine Online-Vorlesungen. Stimmt, ja. Es ist ein neuer Idee geboren worden jetzt. Also, wenn du das machst, ich werde es auf jeden Fall bewerben. Ja, cool. Ich wollte dich fragen, was sind deine nächsten konkreten Ziele? Also, ich will jetzt nicht die Worte Online-Vorlesungen in den Mund legen, aber hast du schon gerade neue Projekte, an denen du arbeitest? Gibt es irgendwas, was du mir erzählen möchtest? Geht. Also, über die Online-Lesung denke ich jetzt wirklich mal drüber nach. Aber so jetzt bei Mama Revolution, was jetzt für dieses Jahr für mich ansteht, ist, ich bin gerade dabei, das proprietäre System zu entwickeln. Das heißt, dass ich wirklich schaue, okay, was sind die Themen, die immer wiederkehren bei meinen Klientinnen und wie kann ich die so in Module packen, dass erstens das 1:1-Coaching davon profitiert und dann nächstes Jahr ich sozusagen das als Grundlage nehmen kann, um ein Online-Programm einfach zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Und dann sind Live-Events geplant. Also ich merke so bei der Leserschaft von Mama Revolution, von dem Feedback, was ich bekomme, besteht der Wunsch, dass man auch einfach mal zusammenkommt und sich persönlich kennenlernt und netzwerkt und sowas. Und da habe ich jetzt mit der Christina Emmer von Smart Coach ein Event geplant im Oktober, wo wir einfach mal alle Mompreneurs einladen wollen, einen Tag lang mit Vorträgen in einer lockeren Atmosphäre, um einfach mal zusammenzukommen. Und was ich noch geplant habe, ist ein Podcast. Und das ist dann, geht aber ein bisschen raus aus dem Bereich Business Coaching und ist dann sozusagen die nächste Phase von Mama Revolution. Zu dem Podcast möchte ich einfach Menschen einladen, die dabei sind, so den Status quo zu hinterfragen. Du bist ja, glaube ich, auch so einer, der nicht unbedingt das System so akzeptiert, wie es ist. Ne? Sondern lieber auch ein bisschen nach eigenem Standard, genau. Genau. Und solche Leute möchte ich irgendwie aus vielen verschiedenen Bereichen interviewen, um einfach auch mal darzulegen, wo gibt es in unserer Gesellschaft eigentlich Handlungsbedarf? Ja, wo könnten wir uns einsetzen, um beispielsweise um Müttern einen einflussreichen Stand in der Gesellschaft zu geben? Oder wie sieht es mit Impfungen aus? Was auch immer. Also es gibt so viele tausende von Themen. Da bin ich gerade dabei, das irgendwie so ein bisschen zu strukturieren und werde damit demnächst auch online gehen. Ja. Mhm. Klasse. Was vor? Klingt nach einer guten Idee. Dankeschön, liebe Sandra. Ich für meinen Teil bin zum Ende gekommen. Ich stelle am Ende dieser Interviews oder dieser Gespräche oft die Frage, was du jemandem raten würdest, der vielleicht so wie du selbst früher mal gerade erst am Anfang steht. Ja. Du hast natürlich einen Teil jetzt schon beantwortet mit den Büchern, aber vielleicht gibt es noch abseits von den Büchern oder wirklich spezifisch für das Thema Mama sein und ich möchte trotzdem vielleicht in der Karenzzeit oder vielleicht nebenberuflich anfangen, mir was Eigenes aufzubauen. Hast du hier spezielle Tipps, wo sollte man anfangen, wo richtet man seinen Fokus hin? Ja, ja.
Also habe ich. Das erste Thema, was ich eigentlich mit fast allen meinen Klientinnen am Anfang bearbeite, ist erstmal das Thema Selbstbewusstsein. Und da geht es darum, überhaupt zuzulassen, also diesen Wunsch oder diesen Impuls, ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen. Ne? Der wird oft ganz schnell überlagert von Bedenken und ach, das klappt ja eh nicht und ja, wenn ich jetzt wieder ein neues Angebot auf den Markt bringe, wer will das kaufen? Es gibt ja schon viele andere, die das anbieten und sowas. Und da würde ich am Anfang erstmal gucken, okay, was ist denn überhaupt da unabhängig von diesen Bedenken und Sorgen? Ne? Und dann in den Coachings frage ich ganz gerne um die Ecke. Also beispielsweise, man könnte sich die Frage stellen, wenn Geld keine Rolle spielen würde, welche Schritte würde ich jetzt in den nächsten 2 Monaten gehen? Oder wenn ich wüsste, ich kann nicht scheitern, was würde ich dann in den nächsten 2 Wochen anpacken zum Beispiel? Ne? Und das Zweite ist wirklich, sich klar zu werden so über die langfristige Vision. Einfach mal so echt groß träumen und sich überlegen, okay, wo will ich denn wirklich stehen in 5 Jahren oder in 10 Jahren, wenn ich davon ausgehe, dass alles möglich ist, wo möchte ich denn stehen? Und dann wenn dann dieses Bild auftaucht, dann sich einfach fragen, okay, und wenn das in 5 Jahren wahr sein soll, was ist dann wichtig in den nächsten 12 Monaten und das immer wieder so runterbrechen, bis man letztendlich am Schluss weiß, okay, jetzt ist Woche KW, keine Ahnung, 5 oder sowas, ja, und jetzt steht das und das und das an, ja. Mhm. Sehr cool. Danke vielmals. Mir hat es große Freude gemacht, Sandra. Ja, mich auch. Also, Wien lässt grüßen, ich komme bestimmt auch bald mal zu Besuch. Ich freue mich drauf. Schönen Tag dir noch. Bis bald. Ja, danke. Das war die heutige Episode im EOM Kaffeehaus. Vielen Dank fürs Anhören. Mehr Infos gibt's auf ehrlichesonlinemarketing.de.